Tschüss, Mann. Wie gesagt, du bist immer bei mir im Vorspann. Wenn ich YouTube-Videos hochlade, du bist mit dabei. Wir haben uns 2019, glaube ich, auf der Gamescom getroffen. Aber wie gesagt, du lernst am Tag 1000 Leute kennen. Bestimmt weißt du nicht mehr. Hast du dieser World of Tanks? Genau, ey, wie krass. Du weißt das noch, Alter. Du hast doch überlange irgendwas von World of Tanks gesagt. Ja, Mann, ey, krank, dass du dich noch erinnerst, Alter. Heftig so. Hallo erstmal. So, Freunde. Ja, ich war gestern in Oberhausen bei dem Kampf Sinan G gegen Mo Abdallah. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe da jede Menge bekannter Leute getroffen. Und was soll ich euch sagen, Alter? Als Beispiel läuft mir auf einmal plötzlich Axel Schulz über den Weg. Ja, legendärer deutscher Boxer, hat zum Beispiel unter anderem gegen George Foreman gekämpft. Ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, jo, Axel Schulz, aber ey, ich sage euch ehrlich, den Kampf gegen zum Beispiel George Foreman hat er in den Augen der Zuschauer eigentlich gewonnen, ne? Auch wenn der Kampf dem nicht zugesprochen wurde. Ja, ich erzähle euch gleich weiter, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Ja, was soll ich euch sagen, aber nicht nur Axel Schulz, ja, jede Menge YouTuber und Streamer und ja, bekannter Gesichter waren dort unterwegs. Ja, der eigentliche Kampf an sich hat nur ungefähr anderthalb Runden gedauert. Oder eine Runde und ein paar wenige Sekunden, sagen wir mal so. Aber ich denke mal, das war vorherzusehen, da ein Profiboxer gegen einen Amateurboxer, wenn überhaupt, wenn man das so sagen kann. Eher gegen YouTuber und Streamer gekämpft hat. Ich habe jede Menge Material. Ich werde dann 2 bis 3 Videos heute und morgen über die ganze Geschichte machen und das dann auf meinem Hauptkanal hochladen. Mein Hauptkanal heißt ja auf YouTube Akko The Persian Killer. Wäre schön, wenn ihr da ein Follow da lasst, weil da gibt es die Videos zu sehen. Unter anderem. Ja, wie soll es denn auch anders sein? Ich lande natürlich mal wieder mit meinem Scout auf dieser elendigen Stadtmap. Das macht Wargaming halt schon seit Monaten. Jedes Mal, wenn ich irgendwie so einen 8er Scout fahre, lande ich auf dieser komischen Map hier. Also, ich habe wahrscheinlich so um die 20, 30, 40 Minuten Material. Wenn ihr da ein bisschen was gucken wollt, geht schon mal rüber und lasst da mal ein Follow da. Ja, sehr schwierige Map für einen 8er Scout, sage ich euch so, wie es ist. Trotzdem kriegen wir das mit dem Spotten irgendwie hin. Ja, schießt irgendwie auch keiner, ne? Man hat es eh schon schwer zu spotten und dann nutzen die den Spot da hinten nicht. Ja, zu viele Leute, die da hinten am Rumschlafen sind, unter anderem unser T30er, ne? Bestes Beispiel, T30er sitzt da hinten und aimt hier nichts ab. Ja. Mal, wie viele Schüsse hatten der noch? Wenn ich fragen darf. Ja, super geil. Freunde, wie sieht's aus? Jetzt mal im Ernst. Ist das euer Ernst, Alter, was ihr da macht? Ey, ernsthaft, Alter. Ernsthaft, Alter.
Ja, mit dem 9er Autoloader hier rumschlafen oder was? Alter, wir haben da so viele Ziele aufgemacht für euch. Nee, 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 mit den Leuten hier wird das nix, Freunde. Mit den Leuten wird das nix. Da riskiere ich meinen Scout auf einer Stadtmap und die schießen einfach nicht und fahren auch nicht mit und schlafen hinten in der Ecke voll HP. Also, das wird nix, Freunde. Das wird so nichts werden, ne? So einfach ist das. Ja, wie gesagt, ne? Läuft einem einfach mal der Axel Schulz über den Weg. Ich war so überrascht, so. Ich so, Axel, ich will dir unbedingt die Hand geben, so, weil, ne? Axel Schulz, Mann. Als er gekämpft hat vor 20, 25 Jahren, war ich Jugendlicher, ne? So, oder hier, Teenie oder was. Da war ich ein kleiner. Ne? Und na, den einen oder anderen YouTuber und Streamer auch dort getroffen. Oh, ein paar kurze Interviews geführt. Es war auch teilweise sehr laut, da musste man irgendwie mal kurz irgendwo in der Ecke, um reden zu können und so. Also war jetzt auch nicht so einfach eigentlich, ne? Aber haben wir dann irgendwie hingekriegt. Also die Map ist jetzt auch nicht die beste, ne? Also wir kommen von Paris und landen auf Studinatski, also. Hat der Gegner hier irgendwie niemanden rübergeschickt oder was? Null Unterstützung, wenn ich hier was aufmache, ne? Von unseren Artis hat hier keiner rübergeschossen, ne? Also der ELC ist von hier aus hier komplett rübergefahren, ohne einen Schuss zu kassieren, ne? Herzlichen Glückwunsch an unsere beiden Artis. Wohingegen die Gegner alles weggesch... Ah, jetzt haben sie den rausgenommen, ne? Aber dafür haben wir jetzt schon zwei Leute verloren, ne? Hätte man ein bisschen früher mal drauf reagieren können. Auch der Caliban, ne, der da AFK rumstand, der wurde ja auch nicht beschossen, den musste ich ja selber beschießen, ne, Freunde. Das kann es nicht sein, dass ich hier mehrere geile Ziele aufmache und die alle ignoriert werden, ne. Und dann musst du halt selber anfangen zu schießen, ja, und was dabei rauskommt, haben wir ja jetzt gerade gesehen, ne, wenn man selber als Scout schießen muss. Ja, also, letzte Map, Paris. Diese Map Studinatski, ne? Also ich sag's euch, Wargaming balanced den Akku. Also ich werde hier vom Matchmaker komplett verarscht. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das sind nicht die Maps, die man kriegen möchte als Scoutfahrer und trotzdem kriegt man die dann einfach, ne? Ja, auf Paris, ich liefere Spots, die werden nicht vernünftig beschossen und jetzt auf Studinatski genauso. Also ich habe 0,0 Spot Damage. Nachdem ich so innerhalb von wenigen Sekunden schon die ersten Panzer aufgemacht habe. Hier, Paris haben wir verloren. Ja, also, was soll ich dir sagen, ne? Du fährst da durch, spottest, machst, tust und da kommt nichts. Die Leute sitzen full HP in der Ecke von der Map. Hier, wie dieser komische Freak hier mit seinem. Hier, also, das ist ein 9er Autoloader. Ja, bitte, komm. Also, hör mich auf.
2000er WOT-Wertung nach 10.000 Gefechten und 45% Winrate. Der spielt ja auch nicht mit, ne? Was hat der Kollege gemacht? Was hat unser T30er gemacht? Hier, wo ist er denn? Der ist ja auch nicht mitgefahren. Der hat da wahrscheinlich da am Ende noch irgendwie was... Ach, komm. Ja, Junge, Junge. Als Scoutfahrer hast du es heutzutage auch nicht leicht, ne? Du bringst schon Ziele und die werden halt nicht abgeaimt, ne? Das kann es ja wohl nicht gewesen sein, Freunde. Das kann es ja wohl nicht gewesen sein, Freunde. Weißt du, als Scoutfahrer riskiert man ja auch seinen Panzer, weil man sehr weit vorfährt. Und dann, wenn da die Leute nicht eingeimpft sind und dir nicht... Ja, pff, guck mal, bitte, sag mir noch einer, dass ich von Wargaming und deren Matchmaker nicht verarscht werde. Erste Runde Stadtmap Paris, zweite Runde diese komische Map Studinatski, wo der Scout keinerlei Möglichkeiten hat. Die Map hat ja 0,0 Möglichkeiten. Jetzt dritte Runde lande ich wo? Natürlich auf Himmelsdorf, meine Freunde. Und das sind drei aufeinanderfolgende Gefechte, ne? Also ich habe jetzt hier nicht unterbrochen und dann nochmal neu aufgenommen. Das sind drei aufeinanderfolgende Runden, wo ich hier einfach vom Matchmaker komplett verarscht werde. Herzlichen Glückwunsch an Wargaming für dieses Matchmaking, was jeglichen Sinn vermissen lässt. Aber natürlich bounce du an der Unterwanne, eine ganz klare Sache. Wo kämen wir denn dahin, wenn ich irgendwie da jetzt einen Schuss penetrieren würde? Jetzt sehe ich es erst. Der Gegner hat einen 279er. Gut, wir haben einen Chieftain, aber traditionell ist der Chieftain in meinem Team irgend so ein Bot mit unter 50% Winrate oder so, ne? Nehme ich mal an. Wenigstens kriegen wir hier ein bisschen Spot Damage durch die Arti. Ja, der Gegner pusht den Hill, ne? Ja, was hat man hier als Scoutfahrer für eine Möglichkeit? Ja, wenn ich jetzt durchfahre, bin ich tot. Ist auch egal, wo ich langfahre, ich bin trotzdem tot. Ja, die komplett Verarschung, ne? Natürlich verliere ich auch die ganzen Runden, ne? Es ist halt Sonntag und ja, der Matchmaker möchte nicht, dass ich gewinne, was soll ich euch sagen, ne?
Freunde, was genau soll ich euch sagen? So, was möchtet ihr denn hören? Tja, gefangen auf einer Stadtmap, was mache ich hier? Was habe ich hier für eine Möglichkeit, Alter? Ja, Wargaming at its best. Ja, wunderbar, Freunde. Wunderbar. Wir haben den Hill verloren. Dementsprechend kassiere ich jetzt sinnloseste Treffer, ne? Was willst du machen, Junge? Haushohe Niederlage. Schalalalala. Haushohe Niederlage. Ist egal, wo ich hinfahre, das Ding ist halt sowas von durch. Kriegst ja auch nichts penetriert hier mit der Kanone, ne? Ja. Danke Wargaming für so viel Spielspaß, Mann. Ich fühle mich auch überhaupt nicht verarscht von eurem Matchmaker und von euch, Alter. Wargaming ist und bleibt die beste Firma der Welt. Ich spiele 3 Runden Scouts, davon 2-mal auf einer Stadtmap, Paris und Himmelsdorf. Natürlich Wargaming, Alter. Kuss geht raus, Junge. Beste Firma der Welt. Verarschen auch bloß nicht ihre Kunden oder so, ne? Überhaupt nicht, Alter. Was soll denn der Scheiß? Ganz ehrlich, Mann. Es ist Sonntag, du spielst 3 Runden, hast schon wieder schlechte Laune, Alter. Was ist los bei euch, Wargaming, Alter? Was soll denn der Scheiß? Gucken wir doch mal, ich habe doch vorausgesagt, dass der Chieftain in meinem Team wahrscheinlich wieder ein Bot ist. Sag ich doch. Sag ich doch, Alter. Ein Chieftain mit, was hat der hier, 50% Winrate, Alter. Normalerweise so Leute mit Chieftain 279er haben 55-60% Winrate. Unser Kollege hier hat gerade mal die 50er geknackt. Schauen wir doch mal im Gegnerteam, der 279er. Was hat der denn für eine... Auch ein Bot. Ja, herzlichen Glückwunsch. Trotzdem hat der die bessere Panzerung anscheinend für so eine Stadtmap, ne? Weil, was hat der hier an Schaden abgewehrt? 3300. Und unser Chieftain? Oh, Läppsche 700. Ja, fast das Fünffache hat der abgewehrt, der gegnerische. Oh, wie durchaus geil das Matchmaking gegen mich verwendet wird, Alter, damit ich hier gebalanced werde, Alter. Schauen wir doch mal, was kriegen wir denn jetzt für eine beschissene chinesische Mauer, wäre doch was. Oder irgend so eine kleine Map wie Minen und Ensk und Pilsen. Jawohl, natürlich Pilsen, Alter. Der Scout hat auf Pilsen natürlich auch so gut wie keine Möglichkeiten, hier vernünftigen Spot zu liefern, beziehungsweise länger zu überleben, weil er dann sofort von den 2 Artis abgeaimt wird. 3 gegnerische Artis noch dazu, jawohl. Also halten wir fest, 4 Runden World of Tanks und 3 davon auf Stadtmaps, Alter. Und jetzt sag mir einer, dass das noch Zufall ist, ey. Also an Zufälle glaube ich schon lange nicht mehr. Ich habe ja sehr viele Videos hochgeladen, wie ich jedes Mal... Es gibt ja so eine Playlist auf meinem Kanal. Es gibt so eine Playlist, die April-Scherze von Wargaming, irgendwie sowas. Also bitte, Alter. Junge, was machst du denn? Ey, Alter, wir müssen aufs offene Feld. Was machst du denn? Oh. Stehe in der Schuld. Oh, und dann habe ich noch so einen EWR-Fahrer, der mich hier abdrängt und ich nicht aufs offene Feld kann. Und zu spät aufs offene Feld komme zum Spotten, Alter. GG, Bro. Ja, schlechte Laune Matchmaking made by Wargaming, oder? Schießt auch keiner hier hin, ne? Guck mal, es schießt halt keiner auf diesen AMX. Es schießt halt keiner auf diesen
ganzen AMX, Alter. Geil. Kein einziger Mensch schießt hier hin. Guck mal, es schießt halt keiner hier hin, ne? Wow, Alter, wow. Kein Mensch hat jetzt auf den AMX geschossen die ganze Zeit. Geil, oder? Ich hatte 0,0 Hilfe hier schon wieder von unserer Arti. Oder von sonst irgendwem. Der AMX, ich habe den sogar abgedrängt. Der stand die ganze Zeit auf offener Fläche. Also wie ultra schlecht muss man denn schon wieder sein, dass man so offene Ziele ignoriert? Wie schlecht muss man sein? Bitteschön. Schon wieder Ziele, die ignoriert werden. Wow. Es ist halt unfassbar, ne? Leute ignorieren sämtliche Ziele, die man hier öffnet für die. Ja, wird nicht abgeaimt. Da oben der Typ wurde nicht abgeaimt. Die zwei Ziele hier wurden nicht abgeaimt. Der AMX wurde nicht abgeaimt. Tja, wir haben unsere Mediums verloren. Der EBR war sowieso komplett durch. Verarschungs-Matchmaking gegen Akko, ne? Ist ja nichts Neues, Freunde. Ja. Ihr wart Zeugen, wie ich vom Matchmaker mal wieder verarscht wurde, ne? Ich habe den AMX eine halbe Stunde lang hier übers offene Feld geschoben, ohne dass irgendjemand mir geholfen hat. Ne? Ihr wart Zeugen. Ich habe jetzt 4 Runden live aufgenommen, wie ich von diesem Spiel verarscht werde. Überall offene Ziele, keiner schießt. Ja, ich habe jetzt auch keine HP mehr, um irgendwie aktiv am Geschehen teilzunehmen, ne? Ja, wenn du selber schießen musst. Ja, ich muss hier als Scoutfahrer durch die Gegend schießen, ne? Schlimm genug, dass ich hier selber schießen muss, obwohl ich eigentlich nur ein Scout bin, ne? Schießt ja auch keiner, ne? So, du bist ja gezwungen zu schießen, weil keiner irgendwie sich verantwortlich fühlt für irgendwelche offenen Ziele, ne? Die werden halt alle ignoriert irgendwie, ne? Sämtliche Ziele werden irgendwie ignoriert. Du bist praktisch gezwungen, selber zu schießen, ne? Ja, die völlige Katastrophe, das Team. Freunde, ihr wart selber Zeugen, ne? Ich muss da nichts zu erzählen, Alter. Nur Stadtmaps kriege ich mit meinen Scouts. Nur am Stück, am laufenden Bande. Wir probieren jetzt noch eine Runde. Aber ich habe das Beste rausgeholt, ne? Wir haben fast 4000 kombinierten Schaden. Obwohl das Team wirklich grottenschlecht war, ne? Ich meine, ich sage euch nur eins, ne, als ich da gegen den AMX gekämpft habe und ich habe den extra hier über die Hügel geschoben, ich habe den AMX, gegnerischen AMX, hier über die Hügel geschoben, aufs offene Feld, hier, überall aufs offene Feld, und es war nicht ein Mensch, der sich irgendwie gedacht hat, ey, komm, ich helfe unserem Scout. Hier war keiner, der den AMX mal abgeaimt hat oder irgendeine Arti oder so, ne? Die haben mich einfach ignoriert.
brutal schlecht. Also die Teams, ich bleib dabei. Das größte Problem von World of Tanks ist Verarschungs-Matchmaking, ja? Und diese grottenschlechten Teams, die dieser Matchmaker zusammenwürfelt. Es kann doch nicht sein, dass du dann als erfahrener Spieler 13, 14 irgendwelche Noobs in dein Team kriegst, Alter. Das kann's nicht sein. Der Matchmaker ist und bleibt das größte Problem von World of Tanks aktuell. Hier, guck dir das an. Nach XP bin ich sogar auf Platz 1. Hier, unser 10er Autoloader hat einfach kein Damage. Der Foch hat 0,0 Damage gemacht. Herzlichen Glückwunsch. 10er Badget Autoloader mit 0 Damage, Alter. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. AMX stand da oben, hat irgendwie... Also, das ist... Hier, unser EBR, der mich da die ganze Zeit am Abdrängen war am Anfang. Der hat sich weggeschmissen, natürlich. Es ist einfach zu brutal, Mann. Es ist einfach zu brutal, Alter, was hier abgeht. So, eine Runde machen wir noch. Wir haben sämtliche Runden verloren, Alter. 4 Gefechte, 0 Siege. So, was kriegen wir denn jetzt für eine Verarschungsmap? Ja, ich würde raten, chinesische Mauer, Ensk, Minsk oder so, ne? Oder so eine Map. Ah, okay, die könnte, da könnte was gehen. Da nach 4 Runden verarscht werden, einmal vielleicht irgendeine vernünftige Runde vielleicht. Schauen wir mal, ne? Mal sehen, ob unsere FVs und TVPs und UDES. Aber 3 gegnerische Scouts ist auch eine Hausnummer, ne? Wirst du auch sofort outspottet von den Leuten, ne? Die anderen 2 Scouts eigentlich. Och, wie schön, unser Scout AMX ist da nach rechts gefahren, irgendwo in die Schlachtergasse. Brauche Hilfe. Sehr schön, sehr schön. Schön in die Schlachtergasse zum Panzer wegschmeißen. Fordere Unterstützung an. Rudi, dein Platz ist hier in der Mitte und nicht da drüben auf der rechten Seite. Ja, also bei 3 Scouts traue ich mich auch gar nicht hier rauszufahren, weil ich dann sofort outspottet werde, ne? Ganz klare Sache. Links ist unterbesetzt. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier ein Stück irgendwo hinfahre, werde ich von 3 Scouts sofort gespottet und... Ja, bitteschön. Oh, schießt auch keiner, ne? Ah! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das meine ich, Alter. Sobald du hier irgendwie aktiv spottest, wirst du dann sofort weggeschossen, ne? Wenigstens mal ein FV, der mal vernünftig aufpasst hier. Besten Dank. In Ordnung. Super Typ, der FV. Hat da wenigstens mal aufgepasst hier. Oh, guck mal da. Na komm, schieß doch mal, Leute. Der muss weg. AMX-Scout auf der rechten Seite. Ja, ich traue mich hier keine 2 mm irgendwo hinzufahren, weil ich sofort gespottet werden würde. Der Gegner hat ja auch so einen FV und 2 Artis und mehrere Autoloader und keine Ahnung, Scouts und so.
Ja, gegnerische Basis ist auf. Ja, unser FV rotzt hier gut rein, Alter, muss man sagen. Ja, der AMX war da jetzt mehrfach auf, der wird irgendwie nicht rausgenommen, ne? So, jetzt sind die gegnerischen Scouts alle weg. Müssen wir mal da oben hier die Artis rausholen. Unsere Artis haben es ja noch nicht geschafft, da oben die Artis vom Gegner rauszuholen, ne? Na, wir haben doch nicht etwa ein Spiel gewonnen jetzt hier, oder was? Du, ich sag dir ganz ehrlich, ich bleib im Cap. Ganz einfach, was die machen, ist deren Sache, ich bleib hier im Cap. Ja, Freunde, also Verarschungs-Matchmaking is real, ne? Dieses Spiel hat ein Riesenproblem und das ist der Matchmaker. Der produziert Scheiß-Maps, Scheiß-Teams. Und dann hast du als vernünftig spielender Mensch keine Chance zu gewinnen, ne? Es ist, wie es ist. Leute, ich bin auch auf Twitch, ne? Das wisst ihr. Akku Power Twitch, mein Name dort. Also unbedingt auch dort mal ein Follow da lassen. Und wie gesagt, auf meinem Haupt-YouTube-Kanal Akku the Persian Killer auch ein Follow da lassen. Ja. 5 Runden gespielt, eine Runde gewonnen. Herzlich willkommen in World of Tanks am Sonntag, wo der Verarschungs-Matchmaker dein Spiel versaut. Weil du 3-mal auf Stadtmaps rauskommst, obwohl du Scout spielst. Und ich bin immer noch dafür, dass man das abschafft, beziehungsweise dass man das einführt, dass man mit einem bestimmten Panzer mindestens 5 Maps ausschließen kann. Dann würde ich zum Beispiel mit den Scouts jeweils Paris, Himmelsdorf und so komische hier chinesische Mauer und Pilsen und so, die würde ich dann alle ausschließen, ne? Weil das ist doch Schwachsinn, Alter. Was machst du denn mit dem Scout auf solchen Maps? Nix. Also Freunde, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns auf Twitch. Ich streame heute auch sehr lange. Lasst uns dort sehen. Bis denn. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst dem Video einen Daumen da. Bis dahin, Tschüssikowski.